Heute haben wir wieder wahnsinnige Angebote für euch. Wollt ihr diese hässliche Batman-Maske, die kostet im Laden ca. 1 Euro? Wir geben sie euch für schlappe 60 Euro. Oder hättet ihr auch gerne diese Assassin's Creed Axt, die kostet im Laden, sagen wir mal so, 20 Euro. Wir geben sie euch für schlappe 299 Euro. Na, was sagt ihr? Wow! Viele Leute, unter anderem auch der komische Typ vor der Kamera, wollen ja den Xbox Elite Controller. Nur ist der leider fast schon überall ausverkauft und Microsoft kommt einfach mit der Produktion nicht hinterher. Wenn ihr einen habt und ihn nicht nutzt, könnt ihr ihn gerne mir schicken, so als Weihnachtsgeschenk oder so. Nope. Nur gibt es leider ein paar Großmärkte, die, ja, uns. Denn unter anderem Mediamarkt haben noch ein paar Controller und die wollen sich rausrücken. Also rausrücken schon, aber wie halt? Denn die verkaufen den Controller auf der guten alten Seite eBay. Okay, ist ja eigentlich nicht so schlimm, aber kommen wir mal zu dem Skandal. Denn da wird er nicht für 150 Euro angeboten, wie man es halt gewohnt ist. Nee, die legen einfach nochmal 80 Becken drauf. Also 200. Ernsthaft? Ich verstehe, dass man sie teuer verkaufen kann, weil die Nachfrage ja enorm ist. Aber braucht das Mediamarkt? Nope. Machen die ja nicht sowieso schon so viel Geld im Jahr? Nope. Bei einem einzelnen normalen Menschen, der den Controller schon für 150 gekauft hat, kann ich es ja irgendwo noch verstehen, dass der irgendwie Gewinn machen will. Aber die großen Ketten bekommen ja den Controller sowieso schon billiger, dass die was draufschlagen können, zwecks Gewinn und allem. Und dann noch mehr wollen, wenn man weiß, dass die Leute es sowieso kaufen werden. Ja, das finde ich schon arg dreist. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Die letzten 2 Jahre waren voll mit geilen Spielen. Gleichzeitig gab es ja auch Spiele, die waren, sagen wir mal, nicht so der Renner. Denn viele Publisher bringen ja gern Spiele raus, die halt noch nicht ansatzweise fertig sind. Bestes Beispiel, Batman Arkham Knight. Auf der Konsole, optimöse auf dem PC. Da ging ja einfach mal gar nichts. Außer du hast dir einen NASA-PC mitgehen lassen. Denn da möchte die EU-Kommission jetzt eingreifen. Denn momentan ist es so, dass in den ersten 6 Monaten, wo du das Spiel kaufst, kannst du dein Geld zurückverlangen, wenn das Spiel nicht richtig funktioniert. Beziehungsweise wenn es durch die ganzen Bugs einfach nicht spielbar ist. Also wenn das Spiel im 7. Monat immer noch rumbuggt wie die letzte Kellerhure, dann kannst du dein Geld nicht mehr zurückverlangen. Von dem Standpunkt aus will die EU-Kommission jetzt weg. Denn wenn man ein Spiel kauft, dann will man ja wie bei einem normalen Produkt, nehmen wir mal eine Kaffeemaschine, dass es problemlos funktioniert. Und sollte tatsächlich mal was kaputt gehen, dann hat man ja im Schnitt so circa 2 Jahre Garantie. Und das soll bei Spielen ja auch so sein. Denn es kann einfach nicht sein, dass man sich ein Spiel leistet, was halt auch nicht so eben 5 Euro kostet und man nur so ein kleines Zeitfenster hat, um es zu reklamieren. Und das gleiche Recht soll für die Leute, die es über den Xbox Store oder über den Steam Shop kaufen, natürlich dann auch passieren. Völlig gerechtfertigt und ich hoffe wirklich, wirklich, dass es auch mal passiert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne mitteilen, was besser gemacht werden muss, damit es alles ein bisschen schöner läuft. Wenn ihr aber mehr News haben wollt, dann geht doch bitte auf www.xboxfront.de. Da gibt es die geilsten News von den abergeilsten Typen auf dieser gottverdammten Erde. Wenn du aber mehr von dieser Fratze haben willst, dann geh doch bitte auf diesen Kanal, der heißt Bunze Bunze. Da gibt es aber geile Videos. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch noch eine wahnsinnig schöne Woche und wir sehen uns. Tschüssi!